Oh, ist das ein Wetterchen. Herrlich. Genau richtig für ein bisschen Planschen und Kaifelbad in Eimsbüttel. Und genau richtig, um diesen Stadtteil mal auf seine Sommertauglichkeit zu testen. Hier an der U-Bahn-Station Osterstraße ist das Zentrum von Eimsbüttel und hier findet man eher die größeren Läden. Aber ehrlich gesagt ist mir das hier viel zu hektisch. Schauen Sie doch einfach mal, was im Hintergrund passiert, wenn ich nur einen Schluck Kaffee trinke. Nein, in Eimsbüttel spielt sich La Dolce Vita eher in den Seitenstraßen ab. Dort gibt es viele Cafés und alteingesessene Betriebe. Auch ein netter kleiner Laden ist die Eppendorfer Grillstation, Eppendorfer Weg 172. Und die sind bekannt für frische Grillhähnchen, leckere Currywurst und... Ingo, das perlt heute aber auch wieder, du. Richtig, hier wird die Comedy-Serie Ditsche produziert. Ab 7. Oktober gibt es neue Folgen, dann im Bademantel Olli Dietrich und auf der anderen Seite beim Tresen Jan Fleming Olsen als Ingo. Und das ist natürlich eine Attraktion. Und dein Herz schlägt auch für Ditsche. Was ist das Besondere von Ditsche für dich? Für mich das Besondere, einfach die Atmosphäre hier, einmal hier gewesen zu sein, da ist das Mecker, ist halt eines jeden Ditsche-Fans. Und halt auch mal sonntags live, wenn hier gedreht wird, mal vor Ort zu sein, was ich jedem Ditsche-Fan wirklich empfehlen kann, ist schon eine feine Sache, ja. Super, alles klar. Viel Spaß dir noch auf jeden Fall hier beim Ditsche-Tourismus, okay? Danke. Und ich hole mir jetzt erstmal ein leckeres Eis für den Sommer. Ich hätte gern Schokobanane und Vanille. Sophia, das war ja lecker, aber das war jetzt nicht Schokobanane und Vanille. Was war denn das wirklich? Das war Waldgequake, Freaky Mandarine und Lecce. Bei Eiszeit gibt es insgesamt 80 verschiedene Sorten und drin ist nur, was hier rauskommt. Und das ist der Herr der Geschmackssinne. Im Eiszeitlabor kredenzt er hier gerade Bon Schoki. Schmeckt wie Mon Cherie, bloß ohne Alkohol. Aber dafür mit jeder Menge Kalorien. Und die will ich mir jetzt wieder abstrampeln, aber bitte mit Stil. Guckst du hier? Ich bin jetzt hier bei Michi von den Elb Coast Cycles. Michi, mir ist jetzt so nach so einer Sitzposition. Schöne Runde schoppern. Dreh dich mal um. Oh! Lange Gabel, Alurahmen, fette Reifen, Dreigangschaltung. Am besten ist, du setzt dich einfach draußen und probierst es aus. Na, machen wir. Auch das hier ist super sommertauglich in Eimsbüttel. Ein paar Mal in die Pedale getreten und schon ist man im Grün. Was macht ihr denn hier? Oh, wir chillen gerade ein bisschen. Warum ist das hier euer Lieblingsspot am Weiher in Eimsbüttel? Ja, so ein bisschen ausruhen zwischen Renovierungsarbeiten und so. Wir sind gerade hier hingezogen. Ja, und zwischendurch ist das mal ganz nötig dann. Das findet auch dieser kleine Wurm. Und zur Not würden sich sogar auch noch Oma und Opa zum Babysitten finden. Ob Planschen im Freibad, Chillen am Weiher oder Joggen am Kaiser-Friedrich-Ufer. Hier ist das Leben irgendwie entspannt. Am Ende des Tages muss man sagen, Eimsbüttel ist auf jeden Fall sommertauglich. Es gibt viel Grün, es gibt schöne Straßencafés und Restaurants. Dazu liegt der Stadtteil Eimsbüttel in der Nähe des Schanzenviertels und der Kiez ist auch nicht weit. Naja gut, Eimsbüttel ist nicht ganz so szenisch wie die Schanze oder so kultig und abgefahren wie der Kiez. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön hier und man müsste sagen, einfach tranquilo. Ey, was ist, na, hallo, was ist das denn jetzt hier?
Oh nee, was ist das denn jetzt? Jetzt haben die mich komplett zugeparkt. Was ist das denn hier für eine hohle Hupe, ey? Jetzt haben wir Schnauze voll hier. So nicht, Freunde der Sonne. So nicht. Die mach ich nass so. Oh, oh, sorry, Leute. Naja, ist ja aber auch mal gut für die Blumen, ne?